Weltklasse Unterhaltung nach Deutschland. King, bitch, you know I run it. Gleich beim ersten Turnier haben wir die kultige Festhalle ausverkauft, den deutschen MMA-Rekord gebrochen und es geht weiter. Auch diesmal können wir uns auf den deutschen Superstar und ehemaligen Profifußballer Christian Eckerlin freuen. Das schlagkräftige Bruderduo. Martin King Kong und David Zawada wird ebenfalls dabei sein. Die Geschichte und die Mission gehen weiter. 15.10. Octagon 36 in Frankfurt. Tickets im Vorverkauf bei Ticketmaster.de. Herzlich willkommen erstmal an alle Kämpfer. Schön, dass ihr da seid. Für euch geht es um den Finaleinzug am 4.6. bei Octagon 33 und um den Titel des ersten Octagon Challenge Champions in Deutschland. Also deswegen, wenn mich jemand fragt, sage ich gar nicht einmal, dass ich Kampfsport mache oder Kampfsport trainiere. Ich lebe das. Wir machen das leidenschaftlich, wir machen das aus Liebe, weil wir diese Träume wollen. We are ready for the first final of Octagon Challenge in Germany. Two fighters dropped out from the roster of 8 fighters. Hassan Shaban and Salim Lee Topuz. Hassan Shaban is one of the most aggressive new talent fighter in Octagon what you can meet. As the only fighter in history of all challenges, he fought 3 times in basic part of the show. And he showed us there is a big warrior inside of his heart. MMA ist nicht einfach nur geschlagen. Das ist Disziplin, Kopfsache, Stärke, Herz haben. Du lernst so viel in diesem Sport, das kann keiner glauben. Eine sehr große Chance für mich. Ich finde, die sind genau richtig hier in Deutschland. Ich habe harte Schläge, harte Fäuste. Ich werde im Käfig auf jeden Fall richtige Granaten abgeben. However, Salim Lee Topuz is his exact opposite. A very calm, like Zen kind of fighter. We'll have support of the gym that produced many UFC fighters and big names of German, Austrian MMA scene. Ich wollte einfach nur verstehen, wie lebt ein Kämpfer. Mich hat nur interessiert diese Kunst dahinter und dann habe ich begonnen zu leben. He has sacrificed absolutely everything to the martial arts. And this is his real last chance to get himself between European elite. Ich werde den Kampf gewinnen, weil ich das lebe. Da muss Hassan noch sehr viel trainieren, dass er auf mein Level kommt. Du musst sehr hart trainieren, sehr, sehr hart. Das ist kein Kinderspiel. This is the fight that can change their whole lives. For both men is the opportunity to become first Octagon Challenge champion, something incredible. One of them will have to be the first. Who it will be? We are about to find out. I'm gonna break you down. So, liebe Freunde des gepflegten Faustkampfes, wir machen uns bereit für das lang ersehnte Finale der Octagon Challenge, die zum ersten Mal in Deutschland stattgefunden hat. Mein Name ist Philipp Harburger und ich hatte die Ehre und das Privileg, diese Sendung gemeinsam mit meinem Kollegen Sascha Sharma, der heute auch hier zugegen ist, ja, zu hosten, zu moderieren und dem Ganzen einen gewissen Rahmen zu geben. Und Salim Lee Topuz ist einer der beiden Finalisten, der seinen Weg hier ins Finale erkämpft hat. Unglaublich sympathischer Typ. Wenn man seinen Namen hört, würde man nicht denken, dass der Mann einen Wiener Akzent hat. Ja, also allein schon der österreichische bzw. Wiener Akzent bringt ihm sämtliche Sympathiepunkte ein. Und er ist auch kein Kind von Traurigkeit, was die Anzahl der MMA-Kämpfer und seine Erfahrungswerte hier angeht. Er war definitiv der erfahrenste Kämpfer, der sich in der Octagon Challenge der Herausforderung gestellt hat. Auch der älteste Kämpfer und auch ein unglaublich sympathischer Typ. Er ist ein sehr geerdeter junger Mann. Also er ist
keiner, der irgendwie einen Höhenflug kriegt aufgrund seiner Siege im MMA-Sport. Das ist etwas, was ihn sehr sympathisch macht. Er verbringt sehr viel Zeit, auch diesen ganzen philosophischen Aspekt der Kampfkunst zu studieren. Er ist ein sehr, sehr großer, ja, nennen wir ihn mal Student, beziehungsweise er ist sehr wissbegierig, was die Lehren und Philosophie von Bruce Lee angeht. Und daher kommt natürlich auch sein Spitzname, Selim Lee. Und er sagt, er hat alles für den Kampfsport geopfert, sei es seine ehemalige Wohnung, die größer war, seine letzte Beziehung. Er gibt wirklich alles für diesen Sport auf. Schläft mit einem Crossfit, mit einem Assault-Bike neben dem Bett. Also wenn das mal kein Statement ist, dass man sein Leben diesem Sport verschrieben hat, lieber Sascha Sharma, dann weiß ich es auch nicht. Ähnlich hier sein Gegenüber jetzt Hassan Shaban, Kampfname Diaz, ein Riesenfan des US-MMA-Kämpfers Nate Diaz. Er kam als Flüchtling hier nach Deutschland, ist ohne Vater groß geworden, hat den Kampfsport für sich entdeckt und steht jetzt hier im Finale um 10.000 Euro und um den Gürtel der Octagon Challenge. Was für eine Geschichte. Was für eine Reise dieser junge Mann hier hinter sich gelegt hat. Und er hat den Vorteil, beziehungsweise er hat einfach die Situation, dass er aus dem UFD-Gym in Düsseldorf kommt, seine unglaublich kompetenten Trainingspartner und Trainer dort hat, mit denen er arbeiten kann. Das sind Leute, die wir hier alle schon sehen. Bekannte Gesichter, Roberto Soldic, Nomadi Eskiev, Abus Magomedov, auch David Zavada, der ihn in der gekämpft und gewonnen hat, ja. Der soeben gekämpft und gewonnen hat und ihn natürlich auch in der Show gecoacht hat. Also da gibt es schon ein gewisses Vertrauensverhältnis. Die beiden werden noch begleitet hier von Islam Dulatov. Shaban kriegt noch etwas Vaseline hier auf das Gesicht aufgetragen. Das dient der Sicherheit der Kämpfer. Lomali Eskiev ebenfalls in seiner Ecke, auch ein hochdekorierter, international erfahrener Kämpfer. Und Hassan Shaban hat im Laufe der Octagon Challenge seinen Vorrundenkampf gegen Antonio Bida gewonnen. Und als zweimal. Zweimal, ja. Er hat erst gegen Antonio Bida gewonnen, als es dann nochmal richtig brenzlig wurde und er für sein Team einspringen musste, weil niemand anders aus diesem Team vom Team Zavada kämpfen konnte, ist er, ohne es zu müssen, nochmal für sein Team angetreten und hat den erfahrenen Striker aus dem MMA Spirit Frankfurt, Ali Nasir, geschlagen und hat dann im Halbfinale noch einmal gegen Antonio Bida gekämpft und auch hier wieder in sehr dominanter Art und Weise gewonnen. Er ist der erste Kämpfer in der Geschichte der Octagon Challenge, sowohl in Deutschland als auch in der Tschechischen Republik, der drei Kämpfe in der Vorrunde absolviert hat. Also liebe Zuschauer, wer die Octagon Challenge gesehen hat, das Bildmaterial ist bei dem YouTube-Kanal der Bild und von Octagon Online, der wird wissen, dass dieser Mann kaum zu stoppen ist. Schaut euch die Show an, sie ist sehenswert. Ladies and Gentlemen, our next bout is Octagon Challenge Final, Welterweight, 5 rounds, 5 minutes. Let me present you both finalists. First, in the blue corner, he is 34 years old. He stands 177 centimeters tall and he weighs in at 76.75 kilos. He represents Clan of Ronin and the coach in his corner is Altan Islam Ismailov. He has a professional record of 8 fights, 5 in, 5 submissions and 3 losses. Fighting out of Austria, Selim Lee Topus. Ja, der zweite Österreicher, der heute Abend hier antritt. In the red corner, he's 20 years old. He stands 182 centimeters tall and he weighs in at 77 kilos. He represents UFD gym. And the coaches in his corner are Ivan Diakovic, Roberto Soldic, Leozada Nogueira. He has a professional record of 3 fights, 3 wins and 3 finishes. Representing Neruda Cup Kolob team and fighting out of Germany, Hassan Diaz Chaba. Ja, es ist schon deutlich hörbar, dass sich Hassan Shaban hier durch seine außerordentliche Performance in der Octagon Challenge eine Fanbase hier mit dieser Show aufgebaut hat.
Selim Litov ist extrem ruhig und abgeklärt. Wie man es auch erwarten würde von jemandem, der so alt ist, als könnte er der Vater von Hasan Diaz sein. Das Ganze ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Hasan Shaban in der schwarz-gelben Hose und Selim Lee Topos in der weißen Hose. Ich bin gespannt. 5 Runden. Selim Lee. Auf 5 Runden angesetzt. Selim Topos in der Rechtsauslage bedeutet, das rechte Bein ist vorne. Hasan Shaban ist der Linksausleger in diesem Match. Und da kommen schon die ersten harten Low-Kicks auf das jeweils vordere Bein von beiden Kontrahenten hier. Oh, schöner High-Kick hier von Selim. Das ist natürlich für beide hier die unfassbar große Gelegenheit, diesen großen Schritt hier auf der Karriereleiter einfach mal 10 Schritte weiterzukommen. Ja, das ist quasi ein Format, was es in Deutschland noch nicht gegeben hat und was es diesen Kämpfern ermöglicht, hier einen ganz anderen Lebensstandard aus dem Kampfsport herauszuziehen. Wenn man diese Challenge gewinnt, diesen Gürtel gewinnt, dann kann sich alles plötzlich schlagartig ändern. Oh! Starker! Schöne Verteidigung von Selim. Ja, man muss sich das mal zu Hause vorstellen. Das ist so, als würde man jetzt, wie soll man sagen, Landesliga spielen und hat jetzt plötzlich die Chance, in die Bundesliga aufzusteigen. Damit kann man das ganz gut vergleichen, lieber Sascha Sharma. Und oh! Takedown gerade noch vereitelt. Oh! Selim stolpert. Und angeklingelt. Und der trifft aber auch. Oh, das Knie. Das hat gesessen. Kann er den Kampf gleich beenden? Also brenzlige Szenen hier für Selim Topos, der sich hier gerade noch mal gefangen hat. Nachdem Hasan Shaban hier brandgefährliche kurze Haken und Knie ausgepackt hat. Auch hier wieder das Knie zum Kopf hier. Und Shaban hat hier den Ellbogen bzw. den Unterarm vor dem Gesicht. Greift sich das Bein. Gut gemacht hier von Topos. Oh, Shaban entkommt. Schön gemacht und damit ist die Situation wieder ausgeglichen. Erfahrung gegen jugendlichen Ehrgeiz. Das ist das Thema dieses Duells hier. Aber auch jeden seiner Kämpfe in der Octagon Challenge vorzeitig beenden können. Hasan Shaban wirkt immer sehr, sehr ruhig, bis er dann auf einmal den Angriffsmodus einschaltet. Und dann ist er wie ein Wilder, der nach vorne stürmt und hier seine Schläge platziert. Aber auf eine kontrollierte und weise Art und wild. Also auf eine kontrollierte Art und Weise wild. Er ist keiner, der unkontrolliert arbeitet. Aber man merkt natürlich trotzdem diesen Vorwärtsdrang, der in diesen Mann hier eingebaut ist. Selim bleibt ruhig und abgeklärt. Der weiß. Oh! Geiler Schlagabtausch. Da hat er aber angeklingelt. Sehr, sehr stark. Aber Selim lässt sich nichts anmerken. Oh, schöne Rechts-Links-Kombination. Und Selim scheint hier auch mal mit der Führhand, also mit seiner rechten, mit den Aufwärtshaken ganz gut durchzukommen hier bei Hasan Shaban. Der muss hier aufpassen, dass er sein Kinn nicht zu sehr auf dem Präsentierteller hat. Ja, das war schon in der Challenge so ein bisschen das Problem. Er hat das Kinn relativ hoch gehabt. Aber es hat bisher immer geklappt in seinen Kämpfen. Hasan Shaban arbeitet auch viel mit der Finte zum Takedown. Das heißt, er fintiert auch gerne mal einen Beinangriff, um dann schön zum Kopf anzugreifen. Oh, na gut, der Aufwärtshaken ging eher mehr ins Leere. Gutes, ausgeglichenes Duell bisher. So ist es. Shaban wechselt jetzt gelegentlich mal die Auslage. Und Selim angeklingelt. Harter Knockdown hier, aber er hat die Fassung wieder. Steht sofort wieder auf. Selim hat gute Nehmerqualitäten. 1 Minute noch. Jetzt merkt man natürlich auch, dass beide Kämpfer sich ein wenig statischer bewegen. Beide haben jetzt so ein bisschen ihre Distanz gefunden. Oh! Selim versucht es mit dem Takedown, aber wird hart gestoppt hier und rennt in den Kick rein. Gefällt mir tatsächlich auch ganz gut, wie mobil oder wie agil Hasan Shaban hier auf seinen Beinen ist. Ja, er hat einiges dazugelernt seit der Challenge. Selim wirkt hier ein bisschen statischer, ist natürlich aber auch defensiv sehr, sehr stark. Er steht da wie eine Festung. Dafür büßt er ein bisschen was an Beinarbeit ein, aber das ist natürlich auch seinem Stil geschuldet, dieser alten Karate-Position, die ein bisschen weiteren Stand hat. Sehr explosive erste Runde. Gute Aktion. Selim, der Mann hier mit den kürzeren Armen, muss natürlich auch aufpassen, dass er nicht am Ende der Schläge hier landet. Kurzer Streifschuss hier mit dem Headkick von Selim Topos. Hasan Shaban hat das abgedeckt. Springback fest.
Gut abgetaucht hier von Selim Topuz. Schönes Timing, was er hier zeigt. Letzten 10 Sekunden in der ersten Runde. Oh, schön. Sucht er hier zum Spinning Backkick nochmal zu gehen. Wow. Explosive erste Runde. Wem gibst du sie? Das ist sehr, sehr schwierig zu werten. Also ich würde sie aber tatsächlich an Hasan Shaban geben. Also ja. Ich sehe die leichten Vorteile. Doch bei ihm hat vielleicht ein paar mehr Wirkungstreffer gelandet und auch den Kampf aktiver gestaltet. Ja. Ich denke mal, dass das für Selim Topuz ein kleines bisschen mehr eine Abtastphase war, um einfach auch Hasan Shaban ein bisschen zu testen. Ja. Aber erzähl doch mal, lieber Sascha, wie siehst du den ersten Ich sehe das genauso. Selim hat einige Male versucht, sich den Takedown zu holen. Da hat Hasan ihn aber gut abfangen können. Hier diese einzelnen Highkick-Aktionen, die gingen dann meistens gegen die Deckung. Selim hat eine gute Deckung, nur ab und zu kommen halt eben dann doch noch ein paar Hände durch. Und da wurde halt eben ein, zwei Mal durchgeschüttelt hier von Hasan. So ist es, ja. Also ich denke, die Kombinationen, die Hasan geschlagen hat, sind für ihn hier der Schlüssel zum Sieg. Denn er, wir sehen sie in der Wiederholung, hat hier förmliche Schlagkombos, Aneinanderkettung von 6, 7, 8 Schlägen rausgefeuert. Ja. Und Selim Topuz hat harte Hände, aber hat die eher einzeln in einzigen Schlägen bis zweier Kombinationen rausgeballert. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er da ein bisschen nachsetzen muss, die Kombos ein bisschen verlängern muss. Shaban jetzt hier. Oh, springt direkt mit dem Knie rein. Großer Favorit hier. Also ich habe heute Mittag noch im Hotel mit den UFD-Jungs trainiert und auch Hasan Shaban hat sich dort technisch, taktisch natürlich auf seinen Gegner eingestellt. Da hat er gesagt, er möchte in erster Linie Topuz vorderes Bein mit Low-Kicks schwächen und ihn dann mit der Schlaghand zum Kopf treffen. Hier und da vielleicht auch mal den Low-Kick quintieren und dann direkt die rechte gerade reinsetzen. Beide gehen hier ein gutes Tempo. Sind beide gut trainiert, haben sich gut vorbereitet hier auf ihr Duell. Hatten auch einige Wochen Zeit, alles in die Wege zu leiten, um hier fit da zu sein. Und das sind die beiden. Ja, die Jungs sind in Topform, haben sich auch Gott sei Dank beide im Verlauf der Octagon Challenge nicht verletzt. Und das bei Hasan Shaban, obwohl er mehrmals angetreten ist, beziehungsweise mehr angetreten ist, als er hätte müssen. Jetzt muss Shaban hier den Takedown verteidigen. Das ist ihm auch gut gelungen. Schöne Rechts-Links-Kombination. Das waren zwei richtig saubere Treffer hier von Hasan Shaban. Hasan fängt schon ein bisschen an, hier ein wenig spielerischer zu werden. Ja. Arbeitet sich hier, bewegt sich um seinen Gegner rum, aber er macht trotzdem die Punkte. Oh, das war ein saftiger Frontkick hier direkt mit dem Fußballen in den Solarplexus von Selim Lee. Da muss Selim Lee aufpassen. Hasan hat damit schon einmal einen Kampf beenden können heute, Octagon Challenge. Ganz genau so ist es. Also Hasan Shaban ist, was Bodykicks angeht, absolut kein Kind von Traurigkeit, würde ich mal sagen. Schöner Kick jetzt von Selim. Macht gut Druck hier. Es sind dann aber dann wiederum nur so Einzelaktionen und dann lässt er ihn wieder rausgehen. Also er macht sich die Arbeit, stellt Hasan hier am Käfig, macht eine Aktion und dann ist er gleich wieder raus. Gibt ihm gleich wieder den Raum. Ja, das ist eben der Kampfstil von Selim Topuz. Das ist halt, wie gesagt, mit diesem Karate-Background, da geht man innerhalb dieser zwei Schläge, die man bringt, aufs Finish und bewegt sich dann wieder aus der Schlagdistanz des Gegners raus. Und oh, harter Low-Kick hier. Oder harte Low-Kicks, die beide Kontrahenten austauschen. Topuz versucht hier mit der Führhand sich ein bisschen reinzuarbeiten und wenn wir einen Kämpfer in der Rechtsauslage und einen in der Linksauslage haben, stehen die Fuß an Fuß voreinander. Wow, schön. Harte Kicks. Tolles Gefecht, tolles Gefecht. Dann stehen die hier Fuß an Fuß aneinander und derjenige, ho, Shaban kommt mit der Spinning Backfist. Gut gekontert hier. Oh, schön von Selim. Diesmal die Haken von Selim, die treffen. Aber er muss sich natürlich erstmal in die kurze Distanz reinarbeiten, damit er diese Haken anbringen kann. Und das macht Hasan Shaban wirklich sehr gut, dass er sich hier seinen Raum schafft. Und Selim hat jetzt wahrscheinlich gemerkt, dass er hier die Distanz verkürzen muss, um Shaban wirklich gefährlich zu werden oder eventuell nochmal einen Takedown setzen. Aber das hat leider in der Vergangenheit hier noch nicht so gut geklappt. Also gehen wir mal davon aus, dass beide Athleten bevorzugt im Stand bleiben werden, aber ja, das scheint auch fast der bessere Gameplan jetzt hier zu sein für Selim. Er hat einige Male versucht, einen Takedown zu holen. Allerdings war das Timing nicht da und dann hat Hasan ihn abgefangen. Und das ist natürlich dann gefährlich. Hasan Shaban steht hier im Cage mit weit aufgerissenen Augen. Sehr intensiv wird er von seinen Gegnern wahrgenommen.
Und das ist charakteristisch hier für ihn. Schöner Spinning Backkick. Das ist charakteristisch für Hasan Shaban, dass er erstmal dem Gegner in die Augen guckt, dann runter guckt, als würde er einen Takedown machen wollen und dann greift er wieder zum Kopf an. Schön. Schön gemacht hier von Topos jetzt. Pinnt Hasan hier ein kleines bisschen gegen den Käfig. Der hat vielleicht die Möglichkeit, einen Ellbogen anzubringen oder Topos Arm mit einem Kimura hier zu fixieren. Ist natürlich schon schwierig, wenn die Runde schon so weit in der Zeit ist, dass die Kämpfer rutschig und schwitzig sind. Da ist eine Submission, vor allem ein Schulterhebel, sehr schwer anzubringen. Ja, aber Selim kann sich jetzt die Runde eventuell noch sichern, wenn er sich hier noch einen Takedown holen kann. Versucht den Kimura. Gefährlich, gefährlich. Schulterhebel. Jetzt ist Hasan auf dem Rücken. Bringt ihn hier zu Fall. Haben wir noch nicht gesehen. Bei der Octagon-Challenge noch 30 nicht. Sekunden sind noch in der Runde. Ich glaube, wir haben in der gesamten Octagon-Challenge noch nie Hasan Shaban aus der Rückenlage arbeiten sehen. Ja, das macht er gut. Er beschäftigt hier Selim. Selim versucht hier rüber zu steigen. In die Halfguard-Position. Er bekommt hier die Instruktion von seinem Coach David Zawada, den Gegner ein bisschen zu fixieren, denn die Runde ist gleich vorbei und er wird dann nicht mehr viel machen können. Aber es sind noch mal wichtige Szenen hier. Sind noch mal wichtige Szenen hier für Selim Topos zum Ende dieser Runde. Damit könnte er sich die Runde eventuell noch gesichert haben. Das war relativ ausgeglichen. Würde ich sagen, Shaban hat ein bisschen Vorteile gehabt im Striking. Aber durch den Takedown jetzt könnte er sich eventuell die Runde noch gesichert haben. Anweisungen hier aus der Ecke von Hasan Shaban. Ein aktiver, ein ehemaliger UFC-Kämpfer. Diese Ecke ist Gold wert für ihn. Und nicht nur sind das ehemalige UFC-Kämpfer und High-Level-Athleten, sondern es ist nochmal ein Unterschied, ob man ein guter Athlet ist oder ob man dieses Wissen und dieses Können auch gut an andere Athleten weitergeben kann. Das ist wirklich etwas, diese Kämpfer wissen, wie man sich in dem Kampf fühlt, welche Instruktionen man geben muss und wie das alles zu laufen hat, weil sie das einfach auch selber aus der Praxis kennen und können. Jetzt wird der Boden des Käfigs noch mal kurz gereinigt, dass hier niemand ausrutscht und kein Wasser übrig ist. Beide holen noch einmal tief Luft. Und dann geht es weiter mit dem zweiten Durchgang. Wir sehen es hier, Shaban mit der Quote von 1,21. Topos mit einer Viererquote. Auch für diese zwei Frontkicks hintereinander, beziehungsweise die Finte mit den Knien, auch dafür ist Shaban bekannt. Wow. Schöne Führhand jetzt von Selim Topos. Die sollte er vielleicht öfters bringen oder zumindest Shaban mit der Führhand beschäftigen, denn der nimmt ihm damit den Raum, selber Angriffe zu planen und zu taktieren. Selim wartet auch wieder ein bisschen mehr auf die Konterchance. Möchte, dass Hasan angreift und er ausweicht und dann kontert. Wow, sehr stark. Er wartet förmlich darauf, bis Hasan ein bisschen außer Balance steht, aber technisch sehr weit hier, die beiden. Dafür, dass es hier Newcomer sind, in Anführungszeichen. Oh, schön hier zur Leber. Oh. Und schön nochmal die Rechte hier. Selim nimmt langsam an Fahrt auf. Ja, wir haben natürlich auch in der Vergangenheit noch nicht wirklich sehen können, wie es um die Kondition von Hasan Shaban bestellt ist. Ich meine, er trainiert natürlich mit sehr, sehr starken Trainingspartnern und ist in den besten Voraussetzungen, um wirklich eine langfristige große Karriere aufzubauen. Aber seine Kämpfe gingen bislang noch nicht besonders große Distanzen. Ja, also die in der Octagon Challenge zumindest nicht. Also er steht jetzt hier länger im Käfig als in allen drei Kämpfen zusammen. Ja, so ist es, lieber Sascha. Und soweit ich das recherchiert habe und mitbekommen habe, auch seine Kämpfe, die unter Amateurregeln stattgefunden haben, haben auch nicht besonders lange gedauert. Also ein Finisher durch und durch, aber Kicks und Kicks. Kicks und Kicks. Oh, schön rechts, links. Selim scheint jetzt wieder die Distanz einigermaßen zu finden. Selim versucht hier Hasan Shaban so ein bisschen in seine Trefferrichtung reinarbeiten zu wollen. Oh, schöner Switchkick hier
Fintiert die eine Seite, dreht die Hüfte blitzschnell. Schön. Und kickt dann in die andere Seite rein. Beide Tasten. Oh. Ab. Schöne Rechte hier von Hasan Shaban. Oh, und hier Selim Litopus. Mit seiner Schlaghand wiederum. Also beide finden jetzt hier langsam ihre Distanz und landen vermehrt auch Treffer mit den Fäusten, nachdem was in der ersten Runde hauptsächlich mit Kicks stattgefunden hat oder in den ersten beiden Runden. Beide schleudern sich hier die Schienbeine um die Ohren. Ja, das kann auch richtig interessant werden, wenn wir in die vierte und fünfte Runde kommen, denn beide Athleten haben jeweils nur drei Rundenkämpfe gemacht. Also es gab in den Karrieren der beiden Kämpfer noch keine Titelkämpfe. Was natürlich auch eine der Voraussetzungen ist, damit sie in der Octagon Challenge antreten dürfen, denn dort werden junge, hungrige MMA-Talente gesucht, die sich ihre Sporen verdienen wollen. Oh, harter High-Kick. Wow. Da kann er möglicherweise nachsetzen, aber Shaban sagt, okay, komm, ich bin bereit. Und da darf sich Topus nicht davon einschüchtern lassen, beziehungsweise beeinflussen lassen. Denn das ist auch eine Provokationstaktik hier. Stark. Beide liefern uns hier einen wirklich spannenden Kampf, der wirklich eines Finales würdig ist. 1,5 Minuten noch, dann kommen wir in die sogenannten Championship Rounds. Das sind die vierte und die fünfte Runde, die nur für Championship-Kämpfe angedacht sind. Und schon wieder der High Kick. Selim, wie gesagt, findet jetzt seine Distanz. Er hat die ersten zwei Runden so ein bisschen gebraucht, um zu schauen, wie er mit Hasan hier umzugehen hat. Oh. Jetzt trifft er aber besser. Er darf seine Schläge nicht so weit aufladen. Er muss seine Wirkungstreffer, die er treffen will, vielleicht auch ein bisschen besser vorbereiten. Oh, schönes Timing hier. Gut gemacht hier von Topus. Da hat er den Griff um den Torso von Hasan Shaban, aber der versucht jetzt sich hier runter. Hasan hier in der Guillotine. Shaban versucht es hier aus der Rückenlage. Topus ploppt hier aus der Guillotine raus und pinnt seinen Gegner jetzt hier gegen den Käfig. Jetzt hat er wieder hier zu Rundenende sich den Takedown geholt und kann sich hier, wenn er jetzt noch Rest der Runde oben bleibt, sich hier die Runde sichern. Ein sehr taktisches Match hier. Aber noch 20 Sekunden, das heißt, er kann möglicherweise gar nicht mehr so viel Schaden anrichten, wie er in der Position eigentlich möchte, wenn er beispielsweise noch 1,5 oder 3 Minuten zur Verfügung hätte. Gefällt mir nach wie vor trotzdem sehr gut, was wir hier auf Grappling-Ebene von Selim Topus sehen. Und Hasan Shaban kommt hier mit Hammerfist aus der Rücklage. Oh, hi! Abkick! Abkick zum Kopf. Wow, stark. Und Selim Topus war noch im Begriff, seinem Gegner Hasan Shaban hier hochzuhelfen, die Hand zu reichen. So viel zu dem Thema der Kritiker, dass MMA nur ein barbarischer Sport wäre. Hier wird Fairness groß geschrieben, liebe Damen und Herren. Sehr gut, ein sehr guter Kampf bisher. Sehr langsam so ein bisschen. Wie siehst du die letzte Runde? Ja, das ist auch sehr schwierig zu werten. Wenn wir mal davon ausgehen, dass dieser Takedown noch mal einen großen Einfluss hatte, ich würde die letzte Runde tatsächlich auch an Selim Topus geben. Er hat da wahrscheinlich die besseren Akzente gesetzt und wie ich gesagt habe, der Takedown ist einfach für die Rundenbewertung das Salz in der Suppe. Ja, schön hier der Switchkick. Etwas, was man sehr selten sieht hier im MMA. Und die Quoten haben sich ein bisschen verändert. Von 1 zu 5 zu 1 zu 4. Selim scheint die Taktik zu verfolgen, die ersten 4 Minuten im Stand zu bleiben und dann sich die letzte Minute im Takedown zu sichern. Hat bislang, sofern er diese Taktik durchgezogen hat, auch eigentlich immer ganz gut funktioniert. Tatsächlich kommt es mir bei Hasan Shaban so vor, dass wenn er diesen kurzen Stand hat, wo die Beine relativ eng beieinander sind, dass er dann auch ein bisschen anfälliger für die Takedowns ist. Das kommt natürlich aus dem Thai-Boxen. Hasan ist natürlich auch ein exzellenter Standkämpfer. Da kann er seine Finten mit dem Knie bringen. Aber das macht ihn, glaube ich, auch wieder anfälliger dafür, dass man den Beinangriff durchzieht
und ihn, so wie Selim Topuz, dann auch letzten Endes bekommt. Aber auch die Takedown-Defense von Hassan Shaban hat mir bislang sehr gut gefallen. Da merkt man, mit was für Elite-Ringern der zusammen trainiert im UFD-Gym. Und jetzt scheint Selim Topuz hier Hassan Shaban ein bisschen an der Außenseite des Käfigs rumzirkeln zu lassen. Und versucht sich am nächsten Takedown, aber schön verteidigt hier von Hassan Shaban. Und jetzt ist Shaban wieder ein bisschen weiter im Vorwärtsgang, hat die Möglichkeit jetzt hier die Ringmitte zu beanspruchen, um weitere Treffer zu setzen. Aber ich glaube, auch der hat mittlerweile verstanden, dass Selim hier ganz gut mit der Führhand gerade und als Aufwärtshaken durch die Mitte gerne durchkommt. Also sehr interessanter Kampf hier. Sehr wendungsreich auch vor allem. Am Anfang hatte Hassan Shaban ein bisschen das Oberwasser. Jetzt sehe ich fast Selim etwas weiter vorne. Was mir bei Selim technisch sehr gut gefällt, ist, dass er seinen Gegner ist, dass er Hassan versucht, in seine Schlagreichweite bzw. In seine Trefferlinie wirklich reinzuführen. Schöner Takedown. Und jetzt liegt Shaban wieder ab. Und wieder Upkicks. Versucht sie hier mit den Upkicks, ja, aber landen beide in der Guard. Das ist das, was Selim möchte. Das hat er in der zweiten und in der dritten Runde versucht. Ich denke auch, dass die Oberlage für Selim Topuz ein wichtiger Faktor ist, einfach weil es aus der Unterlage, aus der Guard, und wenn sie noch so vorteilhaft ist, aus der Grappling-Sicht natürlich sehr ermüdend ist. Ja. Das nimmt Hassan Shaban die Luft für den kommenden Durchgang, für die letzte Runde, wo natürlich nochmal alle Reserven gefragt sind. Selim wird jetzt hier ermahnt vom Ringrichter, dass er seine Position verbessern oder schlagen muss. Jetzt kann er sich möglicherweise ein bisschen aufrichten. Weiter schlagen, drückt Hassan hier gegen den Käfig und versucht, seinen Arm zu blockieren, um ihn daran zu hindern, dass er aufsteht. Hassan versucht hier den Kimura, hat sich hier quasi den Griff geholt am linken Arm von Selim. Ja, genau, hier kann man es jetzt gut sehen. Oh, hartes Ground and Pound. Ground and Pound, sowohl von Hassan als auch von Selim. Starke Schläge hier von Shaban aus der Unterlage. Aber Selim sichert sich hier weiter seine dominante Position und arbeitet mit den Schlägen hier am Käfigrand weiter. Sehr taktisch hier von Selim. In der vierten Runde schlägt hier immer wieder auf den Körper, schlägt hier mal zum Kopf, zeigt, dass er aktiv ist. Hassan kommt hier nicht nach oben. Selim gewinnt die Runde. Ja, durchaus. Und was Selim auch macht, was vielleicht ein bisschen unkonventionell aussieht, ist, er schlägt auf das Bein. Ja, haben wir gerade mal gesehen und ist recht unverbreitet, aber eine doch teilweise wirksame Methode, um sich seinen Gegner ein bisschen weich zu kochen. Starker Upkick hier von Hassan, aber auch starkes Ground and Pound hier von Selim. Oh, Triangle-Eingang. Also auch das Positionsgame in der Unterlage von Hassan kann sich hier durchaus sehen. Lässt seinem Gegner hier keinen Raum, um seine Position weiter auszubauen. Und jetzt hauen sich beide. Gefährlich! Starke Rechte hier von Selim Topuz. Der Mundschutz ist weg. Der Mundschutz ist raus. Selim gibt ihm den Mundschutz wieder. Klasse Aktion hier von Selim Topuz. Und lässt ihn jetzt auch noch so. Klasse Aktion hier von Selim Topuz. Das Hassan bleibt weiter. Klasse Aktion hier von Selim Topuz, aber Hassan Shaban schaut direkt, dass er da Kapital rausschlagen kann. Der hat keine Ambition, hier diese Nettigkeit zu erwidern. Also, das hat schon so ein bisschen einen Beigeschmack. Die Spinning Backfist von Hassan Diaz ist unglaublich gefährlich. Und die letzten 10 Sekunden im Durchgang laufen. Klasse Geste hier von Selim Topuz. Ein bisschen fies, dass Hassan sich dann auch noch dann gleich aufgestanden hat hier, aber gut, okay. Das war vielleicht ein bisschen zu viel Nächstenliebe für dieses Duell. Wow. Spannendes Replay, was wir gleich nochmal sehen dürfen. Manager Ivan Djakovic gibt nochmal die letzten Instruktionen. Ein paar Meter vom Käfig weg. Beide Kämpfer schon sichtlich erschöpft bei diesem
Feuerwerk, was die hier abgebrannt haben. Sehen wir nochmal das linke fintierte Knie bzw. den linken fintierten Kick von Hassan Shaban. Und daraufhin kommt erst die richtige Aktion. Und die entscheidenden 5 Minuten dieses hochspannenden Duells um den Sieg in der ersten Octagon Challenge in Deutschland steht auf Messerschneide. Beide Jungs wollen gewinnen, beide müssen noch mal hier ihre letzten Reserven mobilisieren. Und sie starten jetzt. Und wie haben sie jetzt hier die Wettquoten geändert? Jetzt ist plötzlich Topos hier der Favorit. Und zu Recht, in meinen Augen hat er hier 3 von 4 Runden gewonnen. Also tendenziell ist es ja so, dass wenn Kämpfe in die 5. Runde gehen, dass sie dann auch über die komplette Distanz gehen. Aber bei einem Kampf, was einen so technisch einwandfreiem Striking hier zu bieten hat, da würde ich mal sagen, kann das auch noch sein, dass wir hier ein vorzeitiges Ende im letzten Durchgang finden. Denn in der 5. Runde geht auch gerne mal die Deckung ein bisschen niedriger. Ja, ja. Wir sehen es hier bei Selim Topuz. Ja, ja, aber beide sind immer noch topfit. Und meistens fehlt den Kämpfern auch noch die Kraft, den Kampf zu beenden. Ja, so ist es. So ist es. Aber beide, wie gesagt, immer noch ruhig, immer noch atmen nicht schwer. Also da ist noch kein so immenses Zeichen von Erschöpfung. Das spricht natürlich auch, lieber Sascha, ja, für den exzellenten Trainingszustand, in dem sich die beiden Contender hier befinden. Man muss sich vorstellen, das ist der Kampf, der bisherige Kampf ihres Lebens. Sie haben hier die Chance, etwas Nachhaltiges für ihre Karriere zu tun. Deswegen werden beide wahrscheinlich kämpfen bis zum bitteren Ende. Ja, also das ist für beide ein absoluter Gamechanger für die eigene Karriere. Selim hat die Hände für meinen Geschmack jetzt ein bisschen zu weit unten. Oh. Aber seine Reflexe sind immer noch da. Also großen Respekt, dass beide Kämpfer hier bei ihrem ersten 5-Runden-Kampf so fit hier sich präsentieren. Dem würde ich mal sagen, ist nichts mehr hinzuzufügen. Also, oh, schöner Sidekick. Schöner Sidekick hier. Sieht man auch selten. Das ist natürlich eine Technik, die aus dem Karate bzw. Taekwondo kommt und die im MMA-Sport normalerweise nicht ganz so beliebt ist, einfach aufgrund dieser seitlichen Stellung. Starkes Flying Knee hier. Was für ein starkes gesprungenes Knie hier von Hassan Shaban. Hassan Shaban kommt hier immer wieder mit richtig explosiven, überraschenden Aktionen. Seine Spinning Backfist, wenn die sauber trifft, dann ist jeder Kämpfer, dann sind bei jedem Kämpfer die Lichter aus. Schöner Calf-Kick jetzt hier noch nachgesetzt von Selim Topuz. Die Hälfte der letzten Runde ist jetzt vorüber. Und wenn er diese Kicks weitermacht, dann kann das hier auch nochmal einen enormen Einfluss haben. Denn wenn man diese Kicks auf die Wade oder auf das Schienbein richtig durchzieht, dann dreht man damit den Gegner natürlich auch. Und das wiederum öffnet weitere Möglichkeiten für einen Angriff mit den Fäusten. Also es ist nicht nur der Kick an sich, der einen Schaden bringt, sondern auch alles, was damit einhergeht. Und wir haben die Hälfte der letzten Runde bereits in den Büchern. 2 Minuten. Und Selim kommt mir hier noch etwas, ja, etwas siegeswilliger, etwas, ja, etwas taktischer vor. Also 2 Minuten, bevor einer der beiden sich zum ersten deutschen Octagon Challenge Champion krönen darf. Und dann haben all diese Strapazen, all diese Opfer, die diese Männer hier gebracht haben, ja, für einen der beiden, der die Challenge oder die gesamte Show gewinnt und den Gürtel gewinnt, hat sich das dann wirklich bezahlt gemacht. Aber für einen wird es natürlich unfassbar bitter, gerade wenn das so ein Kampf ist, der so auf Augenhöhe ist. Ein Frontkick hier. Hier ist was der auspackt hier, der Hassan Diaz. Unglaublich. Also, unorthodoxes Striking. Wunderbar. Selim kommt nochmal nach vorne hier. Gute Takedown-Defense weiter von Shaban. 1,15. Shaban drückt den Kopf hier von Selim Topuz weg und versucht hier aus diesem Beingriff rauszukommen. Hassan, das gelingt ihm auch erstmal. Glitschig in der letzten Runde. Sehr schwer für Selim. Beide nochmal die wilden Schwinge aus. Was Selim hier. Wahnsinn, ey. Fast so Tyson-mäßig hier. Was für ein rechter Haken als Konter. Wow, ich möchte diesen Kampf nicht werten müssen. Oh, starke rechts, links. Richtig stark.
Oh, das sind richtig wichtige Treffer, die Selim Topuz hier setzt. Wow, jeder Treffer, jeder Schlag ist hier wichtig. Okay. Linker Haken hier. Barben and Weaven hier von Selim Topuz. 30 Sekunden. Also man darf hier, glaube ich, nicht mehr blinzeln, sonst verpasst man was. Schaban mit den Körpertreffern, aber Selim Topuz hat hier wirklich zum Ende der letzten Runde nochmal Herz gezeigt und gut nachgelegt. Versucht es nochmal mit dem letzten Angriff, aber wird ein bisschen plattfüßig. Oh, versucht es mit dem Takedown. 14 Sekunden noch. Das könnte der Takedown sein, der sein Leben verändert. 5 Sekunden. Und Zeit. 5 Runden sind vorüber. 3 Monate der harten Arbeit ebenso. Hasan Shaban, Selim Topuz. Wer krönt sich zum ersten Champion der Octagon Challenge? Wenn wir uns die Statistik der beiden Kämpfer ansehen, dann ist es relativ schwer, einen Kämpfer, einen Sieger in diesem Duell hier zu ermitteln. Jetzt müssen die Punktrichter entscheiden. 5 Runden werden jetzt ausgewertet. Wirklich schwierig zu werten, wer hier gewonnen hat. Pavel Neruda und Andrei Novotny werden jetzt hier einen Sieger küren. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, this bout goes to the judges. So let's see how the judges score this fight. 49-46. 48-47 and 49-46, all for the winner. And the new Octagon Challenge champion is coming from the blue corner, Selim Lee Topuz. Und der erste Octagon Challenge Germany-Winner ist tatsächlich ein Österreicher. Selim Lee Topuz krönt sich hier zum ersten Champion. Er hat 10.000 Euro gewonnen. Den Gürtel. Ich stehe hier mit dem Sieger der ersten deutschen Octagon Challenge, Selim Lee Topuz. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Leute. An erster Stelle danke an Frankfurt. Danke an Octagon, dass sie sowas zusammengestellt haben. Das geht jetzt sogar bis nach Österreich. Das schaut sich jeder an. Und so viele Fans, glaube ich, hat Deutschland selten zusammengebracht, soweit ich weiß. Und ich bin stolz drauf, der Erste sein zu können, der diesen Gürtel tragen darf. Und noch was an Hasan. Hasan, super Kämpfer. Er hat 3 Kämpfe gemacht, hat sich von niemandem zurückgezogen. Eigentlich verdient er einen extra Gürtel für die dicksten Eier. Hat er auch am Anfang gesagt, das stimmt auch. Und er hat eigentlich 4 Kämpfe gehabt. Er hat noch einen inoffiziellen Kampf gehabt in der Kantine. Dieser Mann hat alles gekämpft, was geht. Ich bin halt erfahren, aber wie man sieht, war es für mich auch knapp. Bin ich ehrlich, da brauche ich jetzt nicht zu lügen. Mir fehlen noch 3 Runden im Kopf. In der ersten war ich plötzlich in der 4. Ich habe keine Ahnung, was dazwischen passiert ist. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nur an 3 Runden erinnern, aber es waren 5, oder? Siehst du, 2 Runden fehlen mir.
Okay, first of all, he's thanking the crowd, he's thanking his opponent Hassan. Hassan, sehr guter Kampf, wirklich stabil gemacht. Ihr habt alles abgebrannt, was ihr hier in der Reserve hattet. Klasse gemacht hier. Was sind deine Worte hier abschließend zum Kampf? Erzähl. Also Leute, ich habe alles gegeben. Yeah. Natürlich hätte ich mir den Sieg gewünscht. Und ich hätte am Ende der Runde auch mehr tun müssen, mehr aktiver sein. Ich weiß, ich werde an mir arbeiten und werde einfach stärker zurückkommen. So he says, he's grateful for the fight. Unfortunately, it wasn't his day, but he's gonna work on himself and he's gonna come back even stronger. Ich will jetzt einmal hören, einen richtigen lauten Applaus für mich und Selim Topuz. Absolut verdient! Absolut verdient, meine Damen und Herren. Selim, jetzt wo der Gürtel dir gehört, du hast ihn hier hart erarbeitet, du hast die ganzen Strapazen über die Octagon Challenge, die einzelnen Challenges, die einzelnen Matches, du hast dich qualifiziert und hast abgeliefert. Ich würde sagen, bei Octagon hast du jetzt auf jeden Fall einen festen Platz. Wir sehen dich hoffentlich bald wieder. Was sind deine Pläne für die nächste Zeit in deiner MMA-Laufbahn? Also, jetzt brauche ich mal eine Pause, weil das waren harte Wochen. Die Challenges, die Kämpfe, die Leute. Und danach möchte ich wirklich mein Bestes zeigen und zu den Nummer 1 gehören bei Octagon. In meiner Gewichtsklasse muss noch viel lernen, habe viele Fehler gemacht heute. Wie gesagt, ich kann mich an 3 Runden nicht erinnern. Ich war in der ersten und auf einmal in der 4. und ich dachte, die verarschen mich. Aber was habe ich 2 Runden gemacht? Ich weiß es nicht einmal. Aber das war ein guter Schlag von Hassan wahrscheinlich. Aber wie gesagt, man wird mich öfters sehen und man wird meinen Namen kennenlernen. Das verspreche ich euch. So he's gonna say we're gonna see him very often times in the Octagon cage. He set his place now for the official first Octagon Challenge winner. He's a force to be reckoned with. Thank you to Frankfurt, and we're gonna look forward to see you again here in the cage. Selim Lee Topuz! Herzlichen Glückwunsch zum Sieg der ersten Octagon Challenge. Unterhaltung nach Deutschland. King, bitch, you know I run it. Gleich beim ersten Turnier haben wir die kultige Festhalle ausverkauft, den deutschen MMA-Rekord gebrochen und es geht weiter. Auch diesmal können wir uns auf den deutschen Superstar und ehemaligen Profifußballer Christian Eckerlin freuen. Das schlagkräftige Bruderduo. Martin King Kong und David Zawada wird ebenfalls dabei sein. Die Geschichte und die Mission gehen weiter. 15.10. Octagon 36 in Frankfurt. Tickets im Vorverkauf bei Ticketmaster.de.